Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 in Bannerlord mit meiner bereits 5. Staffel und jetzt 112. Folge, heute in der Vorproduktion immer noch am 19.10.23. Bevor es aber losgeht, gibt es mir mein herzliches Dankeschön und zwar geht's heute an Aaron. Der Aaron hat nämlich am 4.01.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1090. Der Aaron verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns immer noch im Krieg mit dem westlichen Imperium und mit den Karthagern, aber wir haben endlich Lageta zurückgeholt. Sieht doch schon langsam schön aus hier, oder? Wenn wir jetzt noch Sakot dazu hätten, ja, dann hätten wir hier eine einheitliche Grenze. Aber gut, Ziel ist es ja sowieso, dass wir alles erobern. Also eigentlich ist Ziel für die Geier, die Römer zu vernichten. Und für die Römer ist das Ziel, also ab morgen der Spielstand wieder, alles zu erobern. So. Gestaltet sich schwieriger als gedacht, genau. Der liebe Elias hatte vor einigen Folgen schon einen Kommentar geschrieben, das habe ich gesehen und auch mit ihm ein bisschen diskutiert darüber, dass ich doch mal wieder in die Schmiedegilde gucken sollte. Fun Fact, in den Kommentaren hatte ich ihm geschrieben, also bei den Geiern bringt es irgendwie gar nichts, weil da irgendwie nie was drin ist. Ich gucke jetzt hier rein. Ha! Aber nur römische Sachen. Also für die Geier bringt es leider gar nichts. Aber ich gebe Elias recht, ich sollte auf jeden Fall ab morgen in dem Spielstand mal wieder reingucken, dass wir für Kato und Marco und die ganzen Leute da ein bisschen was ranbekommen. Was ich mir allerdings hier vielleicht noch gönnen wollen würde, wäre ein, zwei bessere Schilde, falls vorhanden. Woran das jetzt hier liegt, dass hier auf einmal so viel zur Verfügung steht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil eigentlich stand in der Mod-Beschreibung drinne. Boah, was ist das für ein Teil? Stand eigentlich drin, es hängt vom Clan-Level ab. Aber das ist ja schon die ganze Zeit über bei uns auf mindestens Level 4 gewesen. Wir haben in verschiedenen Städten geguckt und nichts Neues bekommen. Jetzt ist es aber so, dass uns diese Stadt hier gehört. Also denke ich mal, dass das einen Einfluss hat. Und B, hier ist der Wohlstand ein bisschen höher. Also bei ca. 2000 ist der Wohlstand hier. Könnte einen Zusammenhang haben. Weiß ich aber nicht. So, wo sind denn jetzt hier die Schilde bei euch? Fragt nur für einen Freund. Warum heißt es nicht einfach so? Shit. Die römischen Schilde sind echt nicht so geil, ne? Obwohl die ja eigentlich super hart sein sollten. Aber gut, bringt uns nichts. So, was wir jetzt aber mal machen wollen, ist mal was nachzugucken. Jawohl. ...3,4 hat das gebracht, aber... ...2%... Moment, wir sind auf 50% hochgeschossen, wartet mal. Wie steht es gerade nicht mehr da, ne? Bei Rückeroberung hatten wir da sonst immer so einen krassen Bonus, ne? Oh, egal, wieder rein. Zack, Gefangene ausgetauscht, sehr schön. Hatte ich das hier auch schon gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, hatte ich schon, stimmt. Okay. Hab ich selber mal welche Beine? Nein, habe ich nicht. Zurück, Handel. Hatte ich schon gemacht? Okay, ich habe mich jetzt zwischen der gestrigen und der heutigen Folge mal eine kleine Pause eingelegt. Musste mal kurz den Kopf frei bekommen. Okay. Schweine und Hardwoods, zwei Schreinereien. Was bekommt ihr denn noch so? Wartet mal. Also theoretisch, wenn wir Herr Turgeer haben, würde hier nochmal Traube und Oliven ankommen. Was schon mal grundsätzlich geil ist, weil so viele verschiedene Nahrungsarten dann hier ankommen. Das geht immer noch nach Ortizia, oder? Ja. Aber es ist nur einmal Hartholz, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass sich da überhaupt eine Schreinerei lohnt. Vor allem nicht, wenn noch eine zweite in der Stadt vorhanden ist. Das geht nach Marunat. Ich hatte mich überlegt, ob ich hier noch eine weitere Werkstatt aufmache, aber ich glaube, das lohnt sich hier gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Nee, nicht wirklich. Ja, lasse ich das. Aber ich sollte mal dringend wieder Marunat die normale Schmiede machen, weil da haben wir ja ein Eisenerzvorkommen. Bevor wir das aber machen... Oh. Oh. Ich würde so gerne sehen, was die hier gerade machen, ne? Aber es sieht für mich so aus, als wenn... die Wächter von Marunat zusammen mit den Wächtern von Veron einen Trupp gejagt haben. Und das ist es, was ich eigentlich wollte. Aber auch auf der anderen Seite, wenn wir da rummarodieren, dass die uns jagen. Ah, sehr gut. Die Recruiter sind unterwegs.
Freundchen, du brauchst nicht denken, dass du hier Chancen hast. Geh mal schön weg. Warte mal, sind die echt so blöd? Sind die gerade echt so blöd? Krieg ich die noch? Lol. Stop there. Okay, das sind fast 100, das mache ich mal lieber manuell. Kimmel und unten Söldnertrupp. Sind nochmal 100, die wir snacken können, warum nicht? Ach, ich habe eine Sache vergessen. Mist. Ich wollte noch ein bisschen die Truppen verschieben. Also, dass ich ein paar aus der Armee entlasse, dass sie sich wieder auffrischen können und ich stattdessen nochmal neue rufe. Aber okay, hätte, hätte, Fahrradkette. In loser Formation bitte. Da habe ich irgendwas falsch gedrückt. Nicht schießen? Nee. Schießen dürfen sie. Meine dicken Wurstfinger wieder. So. Was steht hier noch rum? Wer seid ihr denn? Habt ihr keinen Bock mehr zu kämpfen oder was? Achso, da steht. Ah, okay, verstehe. Wieder jeweils ein Bogenschütze oder was? Wieso? Sind das Helden? Nee. Das sind normale Truppen. Wieso gelten die als berittene Bogenschützen? Hier sind auch noch ein paar. Hä? Jetzt sind sie weg. Ha. Komisch. Würde mich hart wundern, wenn die auf uns zukommen. Ne, die gehen weg. Okay. Ach ja, im Schnee laufen wir auch noch langsamer. Ach nö. Bisschen neblig ist es rot. Das heißt, es wird alles jetzt ein bisschen sehr hell. Oh, warte mal, kommt die doch? Nee. Na. Müssen wir jetzt wirklich den hinterherlatschen? Können die nicht einfach zu uns kommen? Aber gut, wäre auch langweilig, ne? Sind wir ehrlich, wäre auch langweilig. Achso, die stellen sich jetzt da auf, okay. Soldiers! Da seid doch nicht, ne? Kommt ihr dahinter? Hm. Ihr dürft schon mal da ihren Spaß haben gehen. Und sobald ich die mal sehen würde, könnten die auch ihren Spaß haben gehen. Aber ich stelle sie jetzt erstmal hinten auf. Mal gucken, ob ich da vielleicht über den Hügel sneaken kann. Also ich an eurer Stelle würde umdrehen und abhauen. Meiner nur. Selber schuld. Was machen die da schon wieder? Warum machen die das? Ich habe denen nicht gesagt, dass sie die Infanterie angreifen sollen. Diese verrückten Hunde, ne? Ah ja. Kriegen wir zwar keinen richtigen Anlauf, aber das reicht. Müsst sie nur vom Pferd hauen, das reicht schon. Oder Kamel. Oder Elefant oder Schwein. Ich weiß ja nicht, worauf die mittlerweile reiten, so verzweifelt wie die sind. So, wir rücken einfach mal vor, machen wir schön Druck auf den Feind. So mal, Freundchen, du spinnst wohl. Ah. Kommt davon. Jungs, raus da. Tut schon wieder Dinge, die... Ach, shit. Ich wollte gerade sagen, die tun wieder Dinge, die sie ja nicht tun sollen, aber doch, ich habe es ihnen ja befohlen. Ich weiß nicht, was da zurzeit bei mir ist. Oh, hallo Pfeil. Und hallo Pfeil. Ja, das sollte von der Reichweite her passen. Vielleicht aber auch nicht. Ja, natürlich. Ich treffe einfach nichts. Was ist denn los? Geht doch. Oh. Okay, die 3 und die 4 in den Rücken des Gegners. Die 1 darf ihren Spaß haben gehen. Ist doch nicht. Und allgemeiner Charge-Befehl. Hallöchen! Das ist eine Option. Er ist nicht mehr. Der hat seine Option verspielt, der Option.
Oh, Centurio. Tiro sogar. Ist noch was übrig? Nein? Okay. Acht Verluste, definitiv in Ordnung. Ja, hier, das war der, den ich erschlagen habe. Der Pilus. Ah, Prior, wie kam ich auf Tiro? Will ich die mitnehmen und in Lageta platzieren? Ehrlich gesagt, ja. Dass die da relativ schnell rausrekrutiert werden und dann dementsprechend auch eine gute, starke Garnison bilden, die wiederum mehr Sicherheit liefert. Oh, wartet mal. So. Ah, schade. Gut, diesmal nehme ich alles mit und verkaufe es direkt in Lageta. Einfach, um die Wirtschaft ein bisschen zu stärken. Wir haben Ausstrahlung auf 200. Das kann uns bringen. Erforderliche Überredungserfolge gegen Charaktere. Eure eigenen Kulturen. Na, jetzt haben wir ja kaum noch was zum Überreden da. Außer vielleicht später, wenn ich jetzt mal irgendwie ganz spontan Bock hätte, ihn auf Händler zu machen, könnte ich mich erstmal bei Handel auf Maximums gehen und dann Städte zu kaufen. Und Verhältnis, achso, wenn ich Stadthalter wäre. Pro abgeschlossenem Projekt. Nee, das bringt mir leider gar nichts. Gegen andere Kulturen und Erfahrungszuwachs für Gefährten als Clanführer meins. Damit müssten ja auch unsere Stadthalter schneller leveln. So, bringen wir die Meilensteine hier rein. Und dann nehmen wir, in der Hoffnung, ich komme nicht zu spät nach Traktoria und gehen das noch verteidigen. Dann mal gucken, ob und wann die Griechen mal wieder irgendwas machen. Karthager irgendwas machen. So, ihr habt noch Platz, finde ich gut. Den behalte ich, genau. So, so. Ich sagte so. Zurück. Handel. Alles. Genau. Gut. Naja. Willst du erwarten bei so einer kleinen Schlacht? Aber okay. Obwohl, so klein war sie gar nicht. Ich war dann trotzdem 800 auf unserer Seite. Ach genau, ich habe was vergessen. Warte mal, was mit Cia ist am Rebellieren? Wo waren mit Cia nochmal? Hier hinten irgendwo, oder? Ja. Mist, zu weit weg. Lösegeld? Nein, zu wenig. Aber was ich machen wollte, war den mittlerweile zu kleinen Trupp wegschicken und Carfit, der grenzwertig klein ist, der Trupp, aber ich schicke ihn auch weg. Sage ich jetzt ja, ist okay. Schon bezahle ich erstmal weniger für Zusammenhalt und jetzt gucke ich mal, wer denn alles in der Nähe ist, außer Carfit. Und die Söldner mit ein bisschen mehr Truppen. Zwei Tage jeweils, oha. Was habt ihr? Sehr gemischt. Auch sehr gemischt. Auch sehr gemischt. Aber hier, klar, was will ich auch erwarten? Wir haben mittlerweile auch sehr gemischte Eroberungen. Ja, kommt. Obwohl, nee, der hier nicht. Aber der hier. Melidir, was bei dir los? Son of Boya, was ist denn das? Warum habt ihr mittlerweile so viele davon? Uff. Ich glaube, der hat aus dem Maul bekommen. Aber gut. Zack. Wieder ein bisschen Verstärkung. Ein bisschen austauschen hier. Und vor allem jetzt sind die zwei, die so rumlaufen, sind wieder in der Lage, ein bisschen besser zu verteidigen. Da ist wieder was geflohen, das ist immer ärgerlich. Und wir kriegen auch mal wieder ein bisschen frische Truppen rein, die wir dann wiederum trainieren können. Shit. Sie haben es erobert. 200er Truppe war das natürlich. Okay. Und Ortizia auch noch. Och nö. Nee, Ortizia muss zuerst verteidigt werden. Das geht nicht anders. Bei 300 Verteidiger, dann sammelt er sich doch gerade wieder. Oder es ist eine 600er, was auch immer, Karthager-Armee. Das darf ich jetzt nicht ignorieren. Das ist unsere wertvollste Stadt gerade. Neben Marunat. Shit, jetzt marodieren die hier, ne? Mist. Ah ja, es sind die Karthager. Und davon auch nicht wenig. Ja, du kommst mal schön mit, mein Freund. Wir werden nochmal speichern. Wie viel Zeit haben wir noch? Ah, sehr schön. Die Schlacht schaffen wir auf jeden Fall noch diese Folge.
Usank. Ja, natürlich. Das sind die Weströmer gerade. Wie viele Verteidiger habe ich denn da? Na, komm schon. Gib mir den. Ich hab noch gerade gesehen. Jetzt. Halt still. Gib mir den zurück. Jetzt rechts aber hier. Hallo? Wieso sehe ich den Tooltip nicht mehr? Mann! Usank hat eine Garnison von 79 Mann und Milizen 100. Das könnten die tatsächlich selbstständig halten. In der Theorie. Mauerstufe war schon 3, genau. Theoretisch sind sie dazu in der Lage. Ich weiß jetzt bloß nicht mal, wie die Truppe aufgestellt war in Usank. Ach, guck mal, jetzt wieder automatisch rausgenommen. Okay, das hängt dann wirklich mit der Mod zusammen, dass er das hier automatisch rausnimmt. Weil es sich nicht überschreiben darf. Ach, Mist. Die sind nicht so geil, die Infanteristen. Na, jetzt müssen wir danach hinrennen. Aber jetzt erstmal das hier. Ja, natürlich! Clan Eleftheroi hat's wieder mal eilig gehabt, ne? Und ich mit mir, mein Freund. Ja, verscherbe doch alles da. Die blöden Söldner, die mir immer die Ehre klauen wollen und die Möglichkeit, vernünftig zu taktieren vorher. Moment, ihr seid aber noch nicht am Kämpfen, oder? Shit, doch. Egal. Ah, macht bloß nicht schneller. Ist ja nicht so, dass ich da irgendwie mal mit eingreifen möchte. Nö, jetzt wird wieder eine Schlacht im Dunkeln. Oh, nee. Jetzt ist jetzt so eine Schlacht. Och, Mann. Ah, gut. Sie sind doch vernichtet worden, okay. Ich dachte schon, es wäre so eine Schlacht, wo halt die Feldschlacht entscheidet, dass sie die Stadt erobern. Das wäre übel gewesen. So, wir sind eigentlich aufgestellt. Viel zu wenig Reiter. Relativ viel Infanterie. Das wird diesmal ein klackigeres Ding. Schützen 160. Wo stehen wir denn mittlerweile? Da sind wir ein bisschen unterlegen tatsächlich. Infanterie gleich auf. Kavallerie weit überlegen. Okay. Den Vorteil müssen wir auch ausspielen. Schönes Schlachtfeld. Schön offen. Wenn ich Pech habe, zieht sich der Gegner hier hin zurück und dann haben wir einen Nachteil. Okay, erstmal alles, was wir haben, nach hinten. Ach! Nervöser Finger und so. Da will ich jetzt eine schöne, breite Linie sehen hier. Wenn auch dünn, aber dafür wenigstens breit. Oh. Nur 30? Was ist denn da kaputt? Achso, sehe ich schon. Hä? Bitte, wie rechnet dieses Spiel? So. Okay, mit der Kavallerie muss ich vorsichtig umgehen. Die darf ich nicht sofort reinheizen. Aber wir müssen auf jeden Fall die feindliche Kavallerie blockieren. Wenn die kommen sollten. Das sieht erstmal vielversprechend aus. Aber auch nur erstmal. Es hat noch lange nichts zu heißen. Das wissen wir ja leider. Ah, sie wollen sich da hinten hin verbarrikadieren. Ist nicht schlimm, wir drehen einfach unsere ganze Front. Wir machen ein bisschen den Fritz. Also, den Friedrich meine ich damit. Ich glaube, er will mich gerade ein bisschen foppen. Da muss ich mal schnell gegenlenken. Ihr schnappt euch das und wir machen weiter Druck nach vorne. Ihr schnappt euch das. So, und steht wenigstens schon mal unsere Infanterie ein bisschen geschützt. Ich will dafür sorgen, dass sie so schnell wie möglich versuchen stehen zu bleiben, weil wir halt auf sie schießen, ne? Shit, der hat 116 Schützen da. Also, Schießduell würden wir verlieren, wenn wir ehrlich sind. Jetzt geht's echt darum, dass wir so schnell wie möglich die Kavallerie down bekommen. Die Gegner damit weniger mobil machen. Sieht noch nicht so geil aus. Jetzt geht's erst auf der rechten Flanke los.
Ah, links schaffen wir es recht schnell. Rechts geht noch. Könnte immer noch gefährlich werden. Okay, wir rücken mal weiter mit den Schützen vor. Und die Infanterie daher. Jetzt beibehalten mit der schönen dünnen Linie. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder einen Headshot abbekomme hier. Ach guck mal, jetzt steht da wieder, dass ich 42 Pfeile hätte, ne? Normalerweise habe ich ja eigentlich 45. Okay, die 3 zieht sich mal kurz zurück. Das sieht mich gerade nicht so schön aus, was ihr da macht. Die 4 ist noch in Ordnung. Ja. Noch 11 feindliche Reiter auf der rechten Flanke. Wir sind halt doch überhaupt nicht auf effektiver Schussreichweite, ne? Okay, die 4 möchte ich jetzt bitte mal... Da ist Karten ran, scheiße. Da sehen. Was ist hier los? Wenn ich mal fragen darf? Okay. 2 weiter vor, wir müssen wirklich Druck machen. Wir dürfen ihn nicht dazu bewegen, sich anders zu positionieren, weil da, wo er gerade steht, gefällt er mir. Okay, ich krieg's halt nicht dünner aufgestellt. Ich hab gehört, hier ist irgendwo noch eine feindliche Kavallerie. Ach da. Da drüben sind es noch 3 feindliche Kavalleristen. Jetzt kommen wir so langsam an die effektive Feuerreichweite. Ah, vernichtet. Sehr schön. Richtig aufgeteilt. Okay. Ich denke, jetzt können wir die Chance nutzen und den Gegner einfach niederschießen, solange es noch geht. Komm, ich schieße über deinen in den Pulk rein. Bisschen weiter müssen wir. Noch ein bisschen weiter. Bin sogar zu weit. Das geht zu weit. Sag mal. Wow, voll verrissen. Was zum... Diese Hundsfötte immer, ne? Ich hab keine Ahnung, wo meine Pfeile hingehen. Also die Reichweite passt, aber es geht immer genau dahin, wo keiner steht. Ah, hier doch. Shit. Verschenke gerade echt Pfeile, ne? Ah, hier doch. Ah, jetzt kommt doch die Infanterie. Ist aber okay. Rüber, Jungs. Ach, shit. Ah, das ist der Kartenrand, das ärgert mich gerade. Oh ne, viel zu kurz. Wieso? Wieso? Es sind echt immer so ein paar dabei, die einfach nicht auf die Befehle horchen und einfach drauf zurennen wie die Idioten, ne? Eins. Schöner breiter Linie vorwärts, bitte. Die 4 darf mit den feindlichen Bogenschützen ihren Spaß haben und die 3 ebenfalls. Aber nur die Bogenschützen, bitte. Das sind 2 Abteilungen. Ach nee, das ist schon eine Infanterieverstärkungswelle, die gerade kommt. Eine feindliche. Das sieht gut auf der rechten Seite, das gefällt mir. Ich habe noch 3 Pfeile. Und jetzt aber nicht mehr. Okay. Die 1 in den Schildwall. Und... Charge auf die Infanterie. Ah, die feindliche Infanterie hat sich aufgeteilt. Ungut. Ungut. Dann brauche ich jetzt mal die 3 und die 4 hier. Dass wir die noch schnell noch umreiten können. Unsere Bogenschützen schießen in die Lücken. Das sollte passen. Oh, hier ist eine sehr dünne Linie. Au.
sehe nichts. Okay. Wir sind durchgebrochen. Ja. Allgemeiner Charge-Befehl und ihr kommt aus dem Schildfall wieder raus. Moin. Es ruckelt ab und zu mal, habe ich das Gefühl, aber die Auslastung kann es nicht sein. Was ist hier komisch? Warum die sich nicht einfach ergeben und wir sie gefangen nehmen können? Das ist wirklich etwas, was mir noch fehlt, ne? Kapitulation im Allgemeinen. Auch bevor es überhaupt zum Kampf kommt, ne? Einfach zu sagen, ey, wir sind 800, ihr seid 80, wollt ihr wirklich kämpfen? Wir bieten euch an, euch zu ergeben, aber ihr seid dann in der Sklaverei. Und Hinterhalte legen. Ich würde so gerne Hinterhalte legen, ne? Aber so richtige, wo der Gino uns erst sieht, wenn wir den ersten Schuss machen. So, 73. Autsch. Okay, aber dafür war das Stärkeverhältnis auch diesmal besser für den Gegner. Ist also okay. Da haben wir jemanden befreit. Ja, das habe ich vorher schon absichtlich da so ein bisschen, wenn ich ehrlich sein soll, gegen die Wand rennen lassen. Nee, die nehme ich jetzt nicht mit. Aber die Gefangenen nehme ich mit. Weil eigentlich so an sich ist Ortesia gut verteidigt. Die müssen halt jetzt nur genug Zeit haben zum Leveln, also zum Trainieren. Und um die Stadtverwaltungswerte ein bisschen zu stabilisieren. Ah. Erfahrungspunkte. Gut. Es gab für mich in Athletik endlich mal wieder ein Perk. 5% Schaden für Wurfwaffen. Okay, Hauptmann, der ich ja bin, und zwar von den Bogenschützen. Wurffertigkeit für Truppen in eurer Formation erhalten. Okay, bringt uns also gar nichts. Als Bogenschützenhauptmann. Dann haben wir hier persönlich 50% weniger erlittener Sturzschaden und 100% verursachter Trittschaden. Aha. Oh. Statthalter, wenn ich einer wäre, weniger Nahrungsverbrauch in der regierten Stadt, wenn sie unter Belagerung steht. Okay. Weniger Sturzschaden habe ich jetzt. Ich meine ja nur, also man könnte es ja mal probieren, ne? Von den Leitern zu springen oder runtergestoßen zu werden. So, Reitkunst für unsere Frau. Sehr schön. Plus 1 tägliche Chance, dass Tiere in eurem Trupp sich vermehren. Das wäre aber nur, wenn sie Truppführer ist und das ist sie nicht. Schade. Oh, das haben wir hier noch. Ja, es ist beides nicht so toll jetzt hier, ne? Ja, falls sie doch irgendwie einen Einfluss auf Statthalter hat, dann wenigstens die Produktionsrate erhöhen. Aber ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir rüber eilen nach Usank. Wollen nochmal ganz schnell hier rein, Gefangene loswerden. Einfach damit wir überhaupt schnell werden können. Schau. Da sind vielleicht ein bisschen viele drin. Vielleicht. Fuck. Okay. Nehmen wir mal die ganzen Karthager mit. Alter, wie viele hier einfach drin sind, ne? Und ich wundere mich, warum immer so viele flüchten können. Sogar Barbaren waren da drinne gerade. Ups, nee. Der muss wieder zurück, bitte. Wo ist der hin? Habe ich nicht eben versehentlich einen Charakter rausgenommen? Oh. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder unter Maximum. Die schmeiße ich jetzt schnell in die Taverne und fertig ist das. So. 13.000, sehr schön. Was bist du für Ena? Du bist eine Triatik, das bringt mir leider gar nichts. Ich habe aber gesehen, dass hier noch 9 Leute aufsteigen wollen. Sehr gut. Gucken wir gleich hier wieder rein. Volle Kommandoeinheit. Und hier auch wieder 7 von 10. Okay. Handel. So. Die Kuh noch hier. Raus mit dem Rest.
So. Irgendwas vergessen? Nee, die will ich ja nicht für mich rekrutieren. Wie sehen die Truppen hier aus? Branok? Naja, ich gebe ihm mal noch eine Chance, ne? Problem ist bloß, wir haben kein Dorf mehr, was nicht geplündert ist unterwegs. 31 Guards von Usang stehen außerhalb von Usang selbst. Eieieiei. Na gut, mal schnell dahin eilen. Vielleicht kommen wir noch rechtzeitig. Oh, vor allem, wir haben doch sogar... Moment mal, ich glaube, wir haben doch... Haben wir in Usang nicht sogar noch so ein Lehnsherr? Nee, haben wir nicht, okay. Sonst geht uns der ja erstmal verloren, weil der ja gefangen genommen wird. Da müssen wir Lösegeld bezahlen oder ihn befreien und so weiter. Wir sind wieder 50 Mann. 60 sind am... Ach, Kafet, den ich entlassen habe. Der hat sich 11 Mann rekrutiert und belagert jetzt Traktoria. Ja, praktisch, muss ich das nicht machen. Oh, Thaddeus. Und wisst ihr was, liebe Leute? Ja, natürlich. Die Guards greifen zuerst an. Ich wollte gerade sagen, weil Sonntag ist, mache ich heute mal ein bisschen länger. Also für euch ist Sonntag jetzt. Was Schminkes gilt, bringt uns gar nichts als Statthalter. Na. So, rein da. Wir helfen den Guards von Usang, dann müsste ich ja in Usang auch eine bessere Dingens bekommen, ne? Wartet mal, könnte ich nicht jetzt in Usang rein? Ach ne, komm, es bringt nichts. Rein da. Ja. Okay. Na gut. Es wäre so schön, wenn die jetzt auf meine Befehle hören würden. Es wäre einfach so schön. Aber noch schöner ist eigentlich, dass wir gerade einen Hügel bekommen haben, ne? Jo. Aber der Gegner steht auf der anderen Seite der Karte. Natürlich. Oh. Soldiers! Forward! Stand apart! Footmen! Forward! Troops! Forward! Soldier! Move! Machen wir mal einen Spaziergang, wa? Oh, ich glaube, ein Gewitter zieht auf, es donnert. Aber wie ich gerade sehe, die Miliz. Hört auf mich, ne, die Guards. Da macht keiner eine selbstständige Show hier. Sehr gut, okay. Wahrscheinlich nur daran, dass es meine eigenen Guards sind. Die gelten jetzt wie mir angeschlossen, meiner Truppe angeschlossen, denke ich. Guck mal, ich sehe da drüben feindliche Kavallerie stehen. Ja. Die 5 darf mal ihren Spaß haben gehen. Während wir den Hügel hochstapfen. Ich habe keine 5. Troops, move! Move! Soldiers! Forward! Forward! Irgendwann merke ich mir, dass ich keine 5 mehr habe. Und spätestens dann habe ich wieder eine 5, wetten wir? Sorry, wenn ich manchmal einfach gar nichts sage, aber ich lausche ein bisschen auf die Kampfgeräusche immer. Manchmal hört man ja schon einen Überraschungsangriff von links oder von rechts. Ah, das sieht doch schön aus. Hier können wir doch schön reinschießen gleich. Allerdings, da gehen auch auf uns. So, wollen wir mal hier eine schöne breite Bogenschützenfront aufstellen. Schön breite Infanterie dahinter. Die Kavallerie einfach zur Flankendeckung auf die linke Seite. Bitte nicht so breit. Dankeschön. So, die 4. Ich glaube, die sind fertig, ne? Naja, 2 sind es noch. Ist aber okay. Stellt euch mal hier auf. So, 110 Meter, bist du da endlich mal was werden, oder? Kopfschuss für Asterix in 1, 2, 3? Ne, okay. Ja, die Infanterie kommt sogar, aber... War doch nicht. Wow! Schöne Salve! Hätten nur was töten müssen. Ich wollte gerade sagen, treffe ich auch mal irgendwann was? Aber sind das unsere Jungs da? Nee, jetzt ist die feindliche Kavallerie, die unbedingt weiß, was sie machen soll. Boah, der ging sonst wohin? Na?
Habt ihr doch Bock zu kämpfen, ja? Ist aber sehr freundlich. Okay, eins. Krieg schon mal einen Charge-Befehl. Die drei bewegt sich in den Rücken vom Gegner. Die vier darf mit den restlichen Kavalleristen ihren Spaß haben gehen. Ah, gut. Hat richtig befehligt. Ey, nicht schubsen, Jungs. Ich wollte gerade. Okay. Ist die drei schon am Gegner vorbei? Ja, ist sie. Dann darf sie jetzt hier auf die Bogen schützen. Mahlzeit! Ich bringe jetzt nicht nochmal den Witz mit Arme ab bis Abend dran. Der geht sogar mir mittlerweile auf den Sack. Oh, schöne Lichtverhältnisse gerade. Mann, warum tragen die denn immer falsche Farben, ey? Das irritiert mich immer so. Entschuldigung, wo willst du hin? Bleib mal hier. So. One for me, one for you. Okay. Oha. Moment. Schöner Treffer. Aber der hat eine fette Rüstung am Rücken. Das Kartenrad war. Shit. Ah, ist ein Freund. Sein Glück. Wo lebt ihr denn da was? Achso, allgemeiner Charge-Profil, Jungs. Mal kurz anders angesetzt. Warte mal, der da? Nee, okay. Na bitte! Gerade mal 10 Verluste. Sehr schön. Einer davon in meinem Trupp, okay. Nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, ja, die nehmen wir mit und schmeißen sie ins Verlies zum Rekrutieren. Aber nein, es ist eine triatische Stadt. Burg, meine ich. Burg. Ist ja eine triatische und keine römische. Doof eigentlich, ne? Eigentlich doof. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob das vielleicht doch geht, dass man die Kultur wechseln kann von den Ortschaften mit der Zeit, indem man sie lang genug einfach hält und verteidigt. Habe ich noch nicht rausgefunden. Das steht irgendwie nicht so richtig drin. Ich glaube aber langsam, aber sicher, es liegt daran, dass das eigentlich eine andere Mod ist, dass es mit einer anderen Mod geht, die ich aber halt einfach nicht nutze. So. Mal kurz ein bisschen die Gefangene abgeliefert, die ich aber nicht selber nehme. Hier ist kein Bauprojekt. Sauerei. Weniger Sold, mehr Nahrung. Nahrung sieht eigentlich okay aus. Treue kann uns ja mittlerweile echt am Poppes vorbeigehen. Erfahrungspunkte. Garnisonskapazität. Steuern. Ja, komm, mach mal weniger Sold. Dauert jetzt 37 Tage. Bleibt bei 37 Tage, okay. Ja, Bau kriege ich nicht erhöht. Wir haben die Werkstätten schon ausgebaut auf volle Pulle. Mehr geht nicht. Meine, gut, ihr könnt natürlich jetzt stattdessen sagen, dass hier doch das große Ding gebaut wird, ne? Wie lange würde er denn dafür gerade brauchen? 150 Tage. Das ist fast ein halbes Jahr. Eieieiei. Aber wenn das Ding erstmal drin ist, ne, dann kriegen wir noch mehr Einfluss raus. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Nee, komm, wir bauen erstmal die anderen Gebäude hier. Die gehen deutlich schneller. Und bringen halt dafür, dass sie so schnell gehen, auch mehr Effekt rein. Ja. Gut, ihr Lieben. Komm, wir gucken nochmal ganz kurz. Wir gucken nochmal kurz, was wir jetzt hier angerichtet haben. Bei der letzten Schlacht gegen die Griechen waren es 4% beim Feind und bei uns 1,5%. Wait, sehe ich das richtig, dass die Söldnertruppe, die kleine, die wir da geopfert haben, dass die so viel... Oha, okay. Na gut. Und gegen die Römer. Da sehe ich gerade nicht unsere letzte Schlacht. Ach, Guards auf Usank. 3%. Stimmt, die Guards haben die Schlacht begonnen und nicht wir. Okay. Unsere Seite. Ja, gut.
nicht erwähnenswert. Ihr Lieben, das war es jetzt auch schon wieder für heute, auch für diese Woche mit den Galliern. Ab morgen, wie schon anfangs erwähnt, geht's dann weiter mit den Römern. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!